Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ich habe gerade das Spiel gespeichert und es geht weiter. Im letzten Part haben wir ja die Pokémon Liga einfach mal so geschafft, ohne größere Probleme, haben nochmal gegen die Mila gekämpft und jetzt geht es Richtung Finale. Wir gehen zur Zone 0. Das wird wahrscheinlich unser Aufenthalt für die nächsten 3 bis 6 Parts sein. Ich kann mir das nicht so genau einschätzen, wie lange das dauert. So. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Da müssen wir hin. Ne, das hier ist unser Zielort. Okay, da wären wir auch schon. Das ist der Eingang zum Schlund von Paldea. Spannend, nicht wahr? Okay, da gab es auch ein reguläres Tor. Hey, hier drüben! Oh mein Gott, wie hier verpixelt es da hinten ausschaut. Das hier ist das Tor 0. Es wurde gebaut, um Zone 0, die im Inneren des Schlunds von Paldea liegt, zu observieren. Von da drinnen kann man den Schlund erreichen. Ja, das Pokémon, das du bei dir hast. Zone 0 soll der Geburtsort von Koraidon sein oder so. Vielleicht freut es sich ja, wenn es wieder in seine Heimat zurück kann. Na, ja, mir ist Wumpe. Die beiden Leute, die ich hierher bestellt habe, sollten bei Tor 0 warten. Gehen wir. Ja, das ist jetzt die finale Sache, die Reise zum Ursprung. Der 4. Handlungsstrang, den man erst spielen kann, wenn man die beiden anderen Sachen fertig hat. Oder die 3 anderen Sachen. Boah, ganz schön dunkel hier. Oh, Lukas, ich habe von Pepper gehört, dass es hier haufenweise starke Pokémon geben soll. Man muss nur die Worte starke Pokémon und Kämpfen erwähnen und schon kommt sie angerannt. In der Akademie nervt sie zwar ein bisschen, aber hier könnte sie tatsächlich nützlich sein. Wie bitte? Willst du dich mit mir anlegen? Aber dafür ist es hier eh viel zu dunkel. Wo sind wir denn jetzt nochmal hier die starken Pokémon? Das ist wirklich seltsam. Letztes Mal war das Licht an. Und jetzt ist es an. Was? Aber wie? Ich habe es angeschaltet. Anscheinend war der Stromsparmodus aktiviert. Ich habe mich ins System gehackt und die Einstellungen überschrieben. Oh, du bist die mit dem flauschigen Evoli-Rucksack. Die mit dem Rucksack, mein Name ist Cosima. Alles klar, schön dich kennenzulernen, Cosima. Wir haben bisher noch gar nicht miteinander gesprochen, oder? Ich heiße Nemila und ich bin in der 1A. Du kennst dich also gut mit Computern aus. Was? Magst du auch Pokémon-Kämpfe? Ux, direkt ja wie ein Wasserfall. Sie kennt sich eben mit Hightech-Kram aus. Sogar der Direktor hat sie empfohlen. So jemanden brauchen wir hier. Als ich zu ihr gesagt habe, dass es darum geht, Lukas zu helfen, war sie sofort zur Stelle. Abenteuer und so sind eigentlich nicht mein Ding. Aber ich habe versprochen, dass ich meine Schuld bei Lukas bei dir begleichen werde, Lukas. Heute erfülle ich dieses Versprechen. Du scheinst solche Sachen ja überraschend ernst zu nehmen.
Naja, mich kennt ihr ja schon. Ich bin Pepper. Mein Hobby ist Essen mit Mastofisto und sagen wir mal Mastofisto. Biometrische Authentifizierung erfolgt. Biometrische Authentifizierung erfolgt. Hallo Lukas, ich habe auf dich gewartet. Wie scheint bist du mit sehr talentierten Verbündeten gekommen. Wer sind sie? Das ist meine Mutter, glaube ich. Was, Professor Antiqua? Nemila, Matrikelnummer 8015001. Achso, Matrikel ist... das ist wahrscheinlich unser Code von der Uni. Cosima, Matrikelnummer 803B121. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen, Professor. Oder zumindest Ihre Stimme. Hast du ihr erzählt, dass wir kommen? Als würde ich das tun. Bitte steigt zunächst hinab in den Schlund von Paldea. Mit dem Fahrstuhl zu eurer Rechten gelangt in die untere Kammer. Du sag mal, Mama. Bitte begebt euch nach unten. Verstehen die beiden sich nicht etwa nicht gut? Sieht so aus. Mir scheint es auch nochmal so eine blöde Münze zu geben. Wobei ich sie jetzt nicht so genau höre. Egal, wir gehen jetzt nach unten. Biometrische Authentifizierung abgeschlossen. Zugang wird gewährt. Tor zur unteren Ebene wird geöffnet. Oh, eine automatische Tür. Nein, ich denke, sie wird aus der Ferne gesteuert. Wenn ihr das Tor durchschritten habt, befindet ihr euch in Zone 0. Lukas, du hast Corallon bei dir, nicht wahr? Ja, hab ich. Danke, dass du mit ihm zusammen so viele Abenteuer bestritten hast. Mit Hilfe der Reittechnik Gleiten von Corallon solltet ihr hinunter zur Zone 0 gelangen können. Zone 0. Ich hab das Wort gerade wieder verschluckt. Gibt's hier keinen Fahrstuhl oder so? Und warte, was? Corallon kann fliegen? Wenn ihr unten seid, melde ich mich wieder. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Mal wieder keine Antworten, typisch. Ich bin echt gespannt auf die Pokémon in Zone 0. Los geht's, kommt schon. Sie kennt echt keine Angst, was? Wir sollten auch gehen. Ich bin auf das Schlimmste vorbereitet. Okay, alles klar. Los, dann hol mal den Pokémon raus. Wenn ihr mich fragt, Höhenangst. Ja, verstehe. Aber wenn wir alle zusammenfliegen, braucht sich niemand zu fürchten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Na los, spring auf. Oh mein Gott, das sieht so episch aus. Das verdient eigentlich einen Screenshot. Ich kann nicht glauben, dass ich echt wieder hier bin. Puh, mir ist zweimal fast das Herz stehen geblieben. Ja. Was ist denn los? Quah. Na nun, ist es von selbst in den Pokéball zurückgekehrt? Es hat doch bestimmt noch Hunger oder so. Moment, wo ist unsere Schulsprecherin?
Was? Ich kann sie nirgends sehen. Heißt das? Wow, Leute! Zone 0 ist der Wahnsinn! Was steht hier denn noch so rum wie festgewachsen? Los, kommt schon! So ist überall, wo Nemila wirkt. Biometrische Authentifizierung erfolgt. 4 Personen erkannt. Zustand zufriedenstellend. Vitalfunktion im normalen Bereich. Ihr scheint unversehrt angekommen zu sein. Pah, ja, war total gemütlich der Abgang. Das freut mich. Ich war besorgt, da die gegenwärtig einzige Möglichkeit zum Abstieg recht hohe Risiken birgt. Echt jetzt? Mit Sarkasmus scheint es deine Mutter nicht besonders zu haben. Danke, dass Sie sich Sorgen um uns gemacht haben. Nun möchte ich euch bitten, zum Labor 0 vorzudringen, dem tiefsten Punkt von Zone 0. Ich warte schon auf euch. Allerdings ist der Eingang von außen mit 4 Schlössern verriegelt. Ich selbst bin nicht in der Lage, diese zu öffnen. 4 Schlösser? Ihr müsst auf dem Weg zum Labor die 4 Observationsstationen betreten. Die sehen so aus. In diesen Einrichtungen solltet ihr die Schlösser entriegeln können. Viel Erfolg! 4 Schlösser, alles klar. Das klingt fast wie eine Quest aus einem Videospiel, findet ihr nie? Ah, bricht mir jetzt wieder Fort Wall Break. Dann wollen wir mal auf zur Zone 0. Gut. Wie schaut denn das hier aus? Gut, so viele Erfahrungspunkte scheint es auch wiederum nicht zu geben. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Oh mein Gott, ein Raichu! Es ist Raichu. Das, also das Innere sieht sogar noch beeindruckend. Achso, das lese ich jetzt hier nicht vor. Könnt ihr selbst mal lesen. Oder sind wir schon an einem dieser Observationsdinger vorbeigelaufen? Nicht, dass ich das hier vergesse. Ja, auf Koraiden können wir nicht reiten, wir müssen alles zu Fuß begehen. Und das macht mir ja natürlich unfassbaren Spaß. Ja, hier ist tatsächlich noch nichts gewesen. Wobei, da hinten vielleicht. Also seht, man kann hier einiges an hübschen Pokémon noch dazu fangen. Aber gut, wir werden eh nicht mehr weiter großartig voranstoßen in diesem Part, weil eben sicherlich später wieder ganz, ganz viel Gelaber kommt. Ich kann mich zumindest nur daran erinnern, dass hier auch wieder furchtbar viel gelabert wird. Und es muss jetzt eigentlich nicht zwingend sein. Erinnert mich so ein bisschen an Nier Automata. So von so idyllisch und trotzdem irgendwie so eine kleine Apokalypse. Nun, Leute, ich würde mal sagen, ich speichere hier ab und wie das Ganze sich hier in der Zone 0 weiterentwickelt, sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.